habe ich gekriegt gestern. Mit meinem Image. Ja, das, hallo? Das mit dem, meine Damen und Herren? Das, was du gerade gesagt hast, mit der Anerkennung. Ich wollte gerade sagen, ich bin der sicher Soße. Und das Thema ist heute Cannabis. Und es geht darum, meine Erfahrung zu machen damit, wo ich gemacht habe, entschuldigen Sie, und meine Erfahrungen, wo ich gemacht habe als Verkäufer. Da ich in meinem Leben Marihuana verkauft habe, ziemlich lange Zeit, und Shit, wo man so sagt, Haschisch. Aber niemals chemische Drogen, so, das war jetzt noch nie mein Ding. So, das ist immer so ein wichtiger Einstieg für mich. Es geht ja um diese repräsentante Verfolgungspolitik in Bayern, bla 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 bla. Sie wissen ja, das kennt man ja, das Thema, ist ja schon ewig ein leidiges Thema hier bei uns, leider. Und jetzt erzähle ich Ihnen mal, wie ich mich fühle. Nachdem ich 5 Jahre eingesperrt worden bin, ich habe 3,8 Kilo auf Aussage bekommen, Shit. 1,3 gefunden, 1,5, okay, war schon ein Stück. Körperbestraft, nicht mehr, finde ich, weil jetzt ist ein Witz. Jetzt sehen Sie ja, wie es ist. Jetzt sind wir da, an dem Punkt. Ich fühle mich nicht frei. Das ist dieser Punkt, wo ich sage, in Bayern gehört noch nachgeschärft. An gewisse Punkte, aber gewaltig. Wir müssen auch schon, zum Beispiel, was mein wichtigster Punkt ist, einen frei verkäuflichen Ort haben, wo ein Mann mit ab 21 reingehen kann und eine Frau und sich das selber erwerben kann. Das ist immer der eine Punkt, wo ich wichtig bin. Weil dieses Rauchen im Hintergrund und immer sich zu verstecken zu müssen, der schadet dem Menschen am meisten psychisch und hat dem Menschen in der Zeit am meisten geschadet. Und das, jetzt muss ich gleich mal unterbrechen. Ja. Was auch nicht geht, ist, dass normales Rauchen okay ist. Nee, ja, da kann sich ein Lehrer neben die Schule hinstellen und eine Zigarette rauchen. Richtig. Aber ein Cannabis-User, der muss weitergehen. Ja. Jetzt sage ich mal ganz ehrlich, in der Nähe von der Schule muss ich wirklich auch sowas nicht sehen. Nö, ja? Muss man nicht. Habe ich noch nie gemacht. Zumindest nicht frei. Ja? Nö. Riechen tut sowieso immer mal nach irgendwo was. Ja. Ja? Ist nicht vermeidbar. Bestimmte Dinge sind nicht vermeidbar, aber es gibt schlimmere Gerüche. Ja. Ja? Und tatsächlich in Bayern, in Bayreuth, gegenüber einer Zigarettenfabrik, ein Kindergarten. In dem bin ich selbst gegangen. Ja, das leitet ja schon die Werbung allein, die ganze Zeit die Werbung, wenn man ja schon sieht. Wie eine Werbung so subjektiv beeinflusst und überhaupt beeinflusst, da ist das immer der Punkt. Und das ist doch so krass. Zigarettenautomaten gegenüber von Schulen sind genauso wenig okay. Ich finde, das ganze Zeug gehört sich aus der Öffentlichkeit entzogen, in Spezialgeschäfte rein, und die gehören sich vernünftig abgesichert. Punkt. Richtig. Jetzt machen wir noch einen kleinen... Und ich habe noch dazu zu sagen, ja, wie gesagt, jeden sollte es doch so ein bisschen die Freiheit, ein bisschen so, diese gewisse individuelle Freiheit zu haben, das zu entscheiden zu können, und nicht mehr zum Dealer rennen zu müssen, so wie ich einer war. Jetzt kommen wir mal gleich zu einem viel schlimmeren Gift wie Cannabis, ne? Alkohol. Und anderen Giften. Alkohol gehört sich auch nicht in normale Geschäfte. Vor allem nicht neben Gummibärchen, das wollte ich jetzt gerade sagen, so guter Zufall. Und guter Zucker Einstieg. Ist auch eine Droge, wenn man es mal so sieht. Ja, aber jetzt kommt ja. Alkohol steht neben Gummibärchen. Und weißt du, wie viel Jugendliche Schnaps da klauen können? Der gehört gesichert hinter Glas. Und der steht in jedem Geschäft, im Lidl, wenn du bist, da ist die Schokolade und dann sind die Schnäpse aufgedingst. Das gehört weg da. Weil die Kinder suggestieren. Genauso in Spezialgeschäfte. Man kann Spezialgeschäfte machen, wo man Alkohol, Cannabis, Tabake, bisschen gerne Bier. Gifte im Allgemeinen kaufen kann. Ja? Und gerne auch spezialisiert auf irgendwas. Und jetzt kommt das für mich, weil ich will jetzt auch mal, das ist jetzt mal so ein Einstieg. Man braucht nicht hier nur noch ewig einen Kindergarten. Wir wollen nicht saufen. Irgendwas machen. Jeder soll sich mit drei überlassen sein. Drogen können sich nicht verboten mehr unter Strafe gestellt, sondern reguliert und am Markt geschaffen und ein gewisser Überblick bleiben muss. Das ist, damit die Leute nicht mehr ins Gefängnis wandern. Nee, das ist jetzt veraltetes System. Angst- und Schreckensystem, das geht nicht mehr. Das hat auch nie funktioniert und hat alles noch schlimmer gemacht. Und der Konsum ist gestiegen.
immer mehr dadurch. Und jetzt beendet für mich heute, meine Damen und Herren, beim nächsten Mal, wenn wir uns hören und sehen, dann genau kommt das Thema mal, machen wir ein bisschen so Krimi, so ein bisschen, was ich so alles erlebt habe damit. Erzähle ich euch mal ein paar Sachen. Ihr werdet nicht glauben und ich werde dafür einstehen. Ich werde nie lügen und ich werde nicht übertreiben, nicht immer denken. Und das ist manchmal so erschreckend filmreif gewesen. Aber ich habe mich da nie unterkriegen lassen. Auch nicht eine Woche vor der Legalisierung. Nee, also, da habe ich es immer gesagt. Freier Wille, freier Geist, das war meine Einstellung. Bereue ich auch nicht. So. Das war's, meine Damen und Herren. Dankeschön. Bis zum nächsten Teil. Wir melden uns.